So, hallo und herzlich willkommen. Ach ja, endlich wieder Guild Wars 2. Ja, hallo! Wir haben ein bisschen Post und so weiter, das werden wir als allererstes machen, würde ich sagen. Ne? Wir haben auch, achso, nee, das bin ich. In der Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft habe ich offscreen ein bisschen gehandelt, ein bisschen Ressourcen hin und her getauscht. Auf ja. Nein, alles gut. Handwerkskunst ein bisschen hochbringen, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Muss mir mal vielleicht nach dem Stream mal kurz zeigen, wie das funktioniert, was du da gemacht hast. Ja, es ist eigentlich recht simpel. Also hat mir gefallen, zeige ich dir auf jeden Fall. Können wir auch gerne gemeinsam hier eine Aufnahme machen. Oder so. Ja, na wobei. Nee. Auf jeden Fall finde ich schön, dass Bianca Spaß mit meinem Abo-Smiley hat. Ach, endlich jemand, der ihn benutzen kann. So, ich öffne zuerst die Post. Zuerst die tägliche Belohnung. Kriegen wir erstmal einen Beutel mit mystischen Handwerks. Münzen. Ja, ich habe den Handwerkswarenbeutel euch noch gar nicht aufgemacht. So, dann was habe ich in der Schwarzlöwenhandelsgesellschaft, Handelsposten, zuletzt gehandelt? Fiole mit schwarzem Blut habe ich mir geholt und Handwerker Rucksack Rahmengestellung. Ich glaube, das war zuletzt gehandelt hier, ne? Ja, zuletzt angesehen. Gekauft, 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 ja. Aber ich muss es halt noch abholen bei irgend so einem Typen. Aber ich weiß noch nicht wo. Okay. Warenlager, Gegenstände, 4 Stück. Ich habe euch hier schon lange Ah. nicht mehr gesehen. Aber ich kann hier nicht alles mitnehmen. Ich brauche so einen Handelstypen. Sind von Okay. Okay, keine Ahnung. Habt ihr auf euren Reisen So, etwas gefunden? Post. Genau. Hey, Schenkt ich mir habe einen einen Kuss. Goldstern. So, Ja. soll ich? Okay. Ich weiß nicht, ob sie uns beide das geschickt hat. Von Melissa Astori. Ja, ich musste erstmal kurz. Lies mal ruhig du als erstes vor. Ich musste mal kurz den Chat noch ins Bild bringen, damit alle sehen, auf was ich dann so antworte oder Okay. wir. Hey, ich habe einen Goldstern. Hi, Zero und Reggie. Nicht wundern, ihr kennt zwar diesen Char nicht, weil ich mich als Yuri Biano kennt, der euch in Folge 7 angesprochen hatte. Die Aussage, was ein hochstufiger Charakter in einer kleinen, in einem kleinen Gebiet macht, ist nicht hundertprozentig zutreffend gewesen, weil man auch generell für Material, Sprungrätsel, Kartenbosse und Mini-Dungeons und tägliche Erfolge auch mal im kleinen Gebiet rein muss. Also deswegen sind die hohen Charaktere immer da, weil sie halt auch mal kleine Gebiete müssen, um die Sachen zu vervollständigen. Klar, logisch. Katze, hör auf damit. Mach kein. Ah, nein, mach keinen Scheiß. So. Geh irgendwo anders hier, Mann. So. wo war ich stehen geblieben? Da. Und der Goldstern vor meinem Beherrschungsrang bedeutet zentral Tyria komplett erkundet und habe ein paar Sachen für dich. Ich bekomme mächtiger Bronzedolch. Oh, nicht schlecht. Mächtiger Bronzedolch zweimal. Derselbe. Da kannst du wahrscheinlich auf beiden Waffenhänden jeweils einen tragen. Man kann sein. Minikiste mit 18 Plätzen. Ach so, Rucksackmäßig. Ja, Wahrscheinlich. das finde ich voll cool. Die habe ich auch bekommen. Zwei Stück gleich. So, noch ein paar Sachen. Hi, Zero und auch Reggie. Da ich gesehen habe, dass du mit dem Zepter großen Spaß hattest, sende ich dir hier anbei noch einen weiteren Waffensatz. Probiere auch mal den Dolch in der Nebenhand aus. Der Zwielichtgarten ist eine Stufe 50er Verlies und ein Tipp, was das Sammelwerkzeug angeht, es steht immer bei, was man an Material damit abbauen kann. Mit Urikalkum Abbauwerkzeug kann man zum Beispiel alle Materialien sammeln und ich würde euch empfehlen, alle gesperrten Skins freizuschalten. Okay. Was für gesperrte Skins? Für Klamotten oder was? Oh, ich kriege Klamotten. Das kann sein, ja. Aber die Hose werde ich wahrscheinlich nicht anziehen, auch wenn sie besser ist, weil die sieht schon hässlich aus. Tut mir leid. Hallo, hier geht's nicht um hässlich oder nicht, hier geht's Doch. um gut oder nicht gut. Ich Nein. gucke sie gleich erstmal an. Ich hab mir im letzten Stream extra diese Hose geholt, damit sie gut aussieht. Hi, Zero und auch Reggie. Also ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich das jetzt das dritte Mal schreibe innerhalb von 2 Wochen. Der erste Brief hatte den Betreff, hey, ich habe einen Goldstern bei Stufe 21. Schaltet ihr den ersten Spezial.
Isierungs... Was? Spezialisierung? Achso, Spezialisierungs... Tret frei. Was auch immer ein Tret ist. Da würde ja, ich dir... Tret ist ein Merkmal. Achso. Da würde ich dir empfehlen, zuerst Feuer zu trainieren und Reggie sollte zuerst Schießkunst nehmen. Okay. Und wieder kriege ich einen Stab. Und Dunstfarbe. Yay. Winter... Oh, Wintergrün. Pech... Pechfarbe. Genau das Richtige für Geschützmetall. Okay, cool. Ich gucke jetzt mal meine Tasche, was ich alles so schön habe. Ich habe Kisten, die kann ich euch wahrscheinlich hier entziehen. Ja, das sind wie Taschen. Ich habe auch noch Post. Ja, du liest vor und ich manage mein Inventar. Ja, finde ich gut. Ich habe hier nämlich was von Shen Schafkralle. Huh, ihr beiden, hier eine kleine Lieferung für euch. Teilt sie euch so auf, wie ihr wollt. Viel Spaß damit. Einmal Teil 1 mit... Ach, mit Tierchen. Tierchen, Tierchen, Tierchen. Und ganz viel Farbe. Okay, cool. Ah, die eine habe ich sogar schon. Und noch mehr Farbe. Cool. Also wir haben Farbe und 3 so eine kleinen Minitiere. Müssen wir mal gucken, wie wir uns die aufteilen. Okay. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank an dich, Shannon, an der Stelle. Und auch ich habe, genau, richtig gerne auch, ich habe von Juri Post bekommen. Es steht fast das Gleiche drin, abgesehen davon, dass wir alle unsere Anhänger sehen können, Zero, ja. Wenn du Z drückst, okay. Also da sind die Kontakte. Und da hast du einen Reiter Anhänger. Ich kann das ja mal für alle hier noch machen. Taste Z. Dann haben wir hier an der Seite mal Freunde. Da sehen wir natürlich nur uns. Und dann ist der dritte. Das sind die Anhänger. Und da können wir alle sehen, die uns sozusagen folgen. Und ich muss sagen, es sind mehr, als ich gedacht hätte. Ich habe 4. Tja, siehst du? Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ich bin nach wie vor begeistert. Also, Guild Wars 2 kommt dermaßen gut an. Ich find's echt cool. Und alleine schon diese ganzen Sachen, ich muss sagen, bei allen, die uns jetzt Gold geschickt haben oder Material geschickt haben, ich habe hier auch zwei Kisten, zwei Bögen, einen Langbogen, einen Kurzbogen. Ich habe hier nämlich nochmal die Erklärung bekommen, was der Unterschied ist. Beim Kurzbogen wird nochmal zusätzlich Zustandsschaden verursacht. Was natürlich ganz cool ist. Das heißt, man müsste im Kampf wahrscheinlich zwischen diesen beiden Bögen hin und her wechseln. Puh, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich werde jetzt erstmal hier die Post leeren. Ich habe meine Peitsche wieder. Während... Ja, genau. Oh. Und wie das mein Inventar voll, ich hasse es. Aber ich kann ja erstmal meine neuen Kisten anlegen. Also ja, Zero peitscht mich in der Zwischenzeit aus. Ja! so, warte mal, wo seid ihr? 1 und 2. So, dann kann ich nämlich auch weiterhin alles annehmen, was ihr mir so schickt. Beziehungsweise was ihr uns so schickt. Wie gesagt, wir werden es gleich gucken. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich was vergessen habe zu erzählen. Das war das, genau. Genau, dann auch noch eine kurze Erklärung halt mit dem Patch 8.5, warum die ganzen 80er hier sind. Ja, also es gibt auch tägliche Erfolge, die man hier machen kann, beziehungsweise muss. Ah, ich bin gerade ein bisschen wehmütig, weil ich gleich meine coole Robe verliere. Aber das muss sein. So ist das. Ja, wie teilen wir uns die Farbe auf? Keine Ahnung. Mal so blöd gefragt. Also ich habe hier Lavendel, also Zartviolett. Lavendel ist wahrscheinlich eher meins. Auch Violett ist deins. Ja, Lavendel ist auch sowas. Sprossfarbe ist so ein Grün. Dann haben wir Pastellseefarbe, die habe ich persönlich schon. Und Sonnenuntergangfarbe und Bronze hab ich zweimal. Ja, Bronze kannst du mir schicken. Ja, wie gesagt, habe ich auch zweimal. Boah, puh.
Achso, ja genau. Einmal kann ich verwenden. Und dann... Ach Quatsch, anders. Ich kann ihn ja so schreiben. Hui. So. Bronzefarbe. Vielleicht hast du die ja auch schon, keine Ahnung. So, Sonnenuntergang ist so ein Rot. Ich schick dir einfach mal, was ich schon habe. Okay. Damit es so ein bisschen, damit es so ein bisschen fair aufgeteilt ist, sagen wir es mal so. Was ich nicht verstehe, ist, dass ich einige Skins nicht freischalten kann. Keine Ahnung. Was hältst du davon, wenn du den Mini-Dino bekommst und ich die anderen beiden, wo ich noch nicht weiß, was das ist? Das ist aber kein fairer Deal. Ja, wieso ist ein Dino? Hallo? Ich finde das schon ein fairer Deal. Ich kann es auch die anderen beiden haben und ich behalte den Dino. Ja, wer weiß, was die anderen beiden sind, ne? Ist das irgendwie so ein Käfer und kann ein Stück Scheiße, was rumläuft? Wer weiß? Ja, keine Ahnung. Aber das andere ist ein Dino. Ein Salamander-Lindwurm. Sag, wie du es willst. Ja, dann gib mir den Lindwurm. So. Yay! Ich habe Zero eine Nachricht gesendet. Ich habe keine Ahnung, was das andere sind. Das andere, warte. Ich glaube, die Hose ist doch schon freigeschaltet. Ah, sehr schön. Kann ich die Hose behalten, aber es kostet mich eine Transmutationsladung. Okay. Aber die Hose ist eigentlich auch nicht schlecht. Mal ohne Rock rumlaufen. So, ich habe auf jeden Fall einen guten Kurzbogen jetzt. Und einen sehr guten Langbogen auch. Puh. Ich muss mir das echt hier irgendwie mal hin... Ja. So, ja. Ich sah so cool aus. Alter, das ist kein kleiner Lindwurm. Das ist ein Riesenviech. Was? Oder ist das deiner? Das ist meiner. Achso, ich wollte gerade sagen. Guten Morgen. Ach, herrlich, ja. Zero, wie er mal halt so ist, ne? Lustig wie immer. Ah, so. Ja, ich habe die kleine Version davon. Zeig mal. Ja. In Rot. Das ist cool. So, warte, jetzt muss ich erstmal kurz meine Garderobe finden. Übrigens, Delphi... Huch. Natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem gewonnenen Englisch-Wettbewerb. Weil ich das vorhin, ich habe es nicht ignoriert, aber wir waren halt gerade kurz beim Vorlesen. So. Oh Gott, wo sind die denn immer nochmal gewesen? Miniaturen, so. Erstmal. Oha. Okay, vielleicht hätten wir das doch anders machen können. Egal. Was denn? Nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob man die noch tauschen kann nebenbei. Das ist dieser, das ist der Mini-Reparierer. Also ein Käfer, wie du schon gesagt hast. Ich wusste es. Aber er ist cool, ein cooler Käfer. Und ist das andere, das was heißt, da hinter dir steht. Was, wo? Hinter dir. Der ist cool. Ja, so ein kleiner Säbelzahn-Drache. Ja, der ist lustig. Ja, ich behalte jetzt erstmal meine bunte Farbe, weil wir haben jetzt eh schon viel zu lange gequatscht. Nein. Puh. Ich habe vergessen zu speichern. Was hast du vergessen zu speichern? Meine Farbe. Moment. Oh mein Gott. Oh. Du siehst dir cool aus. So ein bisschen wie aus Tausende oder einer Nacht, würde ich sagen. Das war falsch. Ich muss mir auch unbedingt mal wieder ordentliche Farben zulegen. So wollte ich das machen. Aber ich glaube, ich habe jetzt doch die falsche Weste wieder an. Kann es sein? Nee, habe ich doch nicht. Cool. Hast du einen Punkt verschwendet, ja? Was habe ich? Hast du einen Punkt ausgegeben, damit du deine alte Kleidung hast, oder was? Nö. Achso. Ja, ich habe überlegt, meinen Rock wieder anzuziehen, aber ich dachte, hey, komm, hältst du mal eine Hose. Die Alibaba-Hose ist doch viel cooler. Ja, geht. Als Zauberer genau. Hat man halt gerne einen Rock.
Genau, hat Bianca jetzt auch gerade richtig. Fehlt nur noch der fliegende Teppich, ja. So. Ach, wollen wir anfangen, unsere Storys zu machen? Ja, komm. Auf geht's. Wer du zuerst? Jo, ja, mit mir aufgehört, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Erstmal müssen wir zum Aufzug abwärts. So. Hui. Ach, schön. Wie kann man nicht... Ach so. Okay, das war... Oh, ich bin zu weit gelaufen. Ich hatte zu viel Spaß mit meiner 4. Ach ja. Mit dem Aufzug fahren ist immer wieder schön. Pastellfarben sind cool, sagt Tiffy. Nee, sind sie auch. Was ist Pastell nochmal? Na, Pastell sind so leichte Farben. Also so, ja, lässt sich schwer sagen. Also sie sind relativ hell und halt weich, nicht so knallig. Okay, wo bist du hin? So, ich bin hier neben dir. Also, ach so, weil hier ist ja schon unser Ziel. Dann geh mal rein. Ja, genau. Blasse Farben. Ja, genau, so kann man es noch besser beschreiben. Ich mag diese leuchtende Farbe, wenn man sie auf dezente Stellen legt, wie hier bei mir. Ach so, Wenn es nur so ganz kleine Sachen damit betroffen sind. Ein Schützling, Kate? Das stimmt. Es freut mich zu sehen, dass ihr wieder jemandem vertraut. Oha. Seid gegrüßt. Ich möchte, dass ihr Traherne kennenlernt, einen weiteren Erstgeborenen. Nur wenige Erstgeborene werden auf wilde Jagden gerufen. Ich hörte diesen Ruf und Traherne auch. Ich glaube, er trägt die schwerste Bürde von uns allen. Schwerer als der Kampf gegen einen Altdrachen? Unsere Aufgabe ist greifbar, wenn auch gefährlich. Seine ist flüchtig. Vielleicht gibt es gar keine Lösung. Kaith spricht sehr gut von euch. Und sie spricht selten von jemandem. Ich brauche eure Hilfe. Bei meinen Studien in Orr habe ich eine Salbe entwickelt, die im Kampf gegen die Drachenverderbnis helfen könnte. Dafür ist jedoch eine sehr seltene Zutat nötig. Die Hylek ernten den Saft der Zalisco-Pflanze für ihre Tränke. Nur sie wissen, wie man Zalisco anbaut. Und sie handeln selten mit dem Extrakt. Der Herr Zupelstamm ist bereit, uns eine Probe zu geben. 2 Silvari, Zwillinge namens Arlon und Pelham, sollen sie abholen. Es kommt extrem selten vor, dass Silvari in derselben Schote geboren werden. Und den Heilig sind Zwillinge heilig. Der Stamm wollte dem Handel nur zustimmen, wenn er Arlon und Pelham sehen kann. Ich werde gerne helfen. Sagt mir, wo der Handel stattfindet und ich werde dafür sorgen, dass alles glatt geht. Danke. Die Zwillinge sind sehr jung und manchmal etwas streitlustig. Aber sie haben ein gutes Herz. Sie treffen die Hazupel-Karawane nördlich des Marbon-Markts, um den Handel abzuschließen. Trefft okay. Arlon und Pelham in der Nähe von, hast du nicht gesehen, so schnell konnte ich gar nicht lesen. Ja, deswegen, ich geb's auf manchmal. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Ne, cool, ne? Schnell rein da. Der ist aber draußen. Egal. Find ich auch gut. Gib die Au. Baby. Ja. Ich bin heilig. Was? Und in heilig sind Zwillinge heilig. Muss man nicht verstehen, ne? So. Nee, habe ich jetzt gerade auch irgendwie nicht so ganz verstanden. Wo geht's hin? Und hallo, Dani Pika. Wir müssen zum Marbon-Markt. Frag mich mal, warte. Da oben. Ist das deine persönliche Marke oder was ist das? Wie meine persönliche Marke? Ich mach mal einen Wegpunkt ein. Warte, wie war das nochmal? Da. Okay. Siehst du jetzt, ne? Ja. Ach, da. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir die zum Marbon-Markt gehen. Also in das Dings rein. Hallo? Achso, das hat der Typ gerade gesagt. Ach Gott. Hier ist auch irgendwie gerade ein Event. Echt? Was für ein Event?
Keine Ahnung. Was? Findet die entflohenen Experimente und bringt sie zu Xaxis zurück. Bist du schon da im Markt? Jo. Ach so. Deswegen. Keine Ahnung, ich habe das irgendwie aus Versehen in den Chat geschrieben, statt dahin zu reisen. Ich hab einen. Danke, Bianca. Danke. Das war gemein. Hilfe gebrauchen. So, aber wo ist jetzt dieses komische, wo ist jetzt der Questgeber-Tybi? Der ist nördlich vom Marbon-Markt. Und ich meine, wem ich dem Schleim jetzt geben muss. Ach so. Tja, der ist doch eigentlich auch markiert. Der ist direkt im, ja, da läufst du gerade. Oh, fast. Das Ding ist explodiert. Schweinerei. Okay. Ich hab hier einen Forscher. Ich hab hier Lehrling. Diese Dinger zurück zum Golem. Ich weiß nicht mal, was du da eingesammelt hast. Ach so, zum Golem bringen, ah. Ja, hier laufen solche kleinen Schweine durch die Gegend und die gibt man halt ab. Die da? Nee, das ist meins. Mini-Dschungel-Eber war es nicht. Ah doch, die ganzen Mini-Kreaturen sind das wahrscheinlich. Ach, wie süß. Muss man die einfangen? Wie kann man die fangen? Angreifen. Dann verwandeln sie sich in Schleime und dann bringst du sie zurück. Okay. Komische Dinger. Hihi. Ihhh. Ihhh, ich hab Schleim in der Hand. Das kommt mir bekannt vor. Was? Dass du sagst, du hast Schleim in der Hand. Weiß nicht. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Hatten wir? Keine Ahnung. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Okay, vielleicht hast du auch einfach nur... Ich glaube, ich habe einen. Hm, glaube auch. Okay, komische Sache. Vorsicht, die könnten überall sein. Nutzt den Moment. So. Ich habe noch einen Schleim gefunden. Ich habe schon 4 Stück abgegeben. Ja und? Ich bin gut. Na und? Du nicht? Na und? Ach ja, euer Beitrag 2. Na toll. Hier laufen so viele Mini-Kreaturen von irgendwelchen anderen Leuten um, dass man gar nicht checkt, was was ist. Ja, ja, genau, deswegen wollte ich auch erst meinen eigenen angreifen. Ja. Genau, Regie greift ihre eigene Mini-Kreatur an. Aber das ist auch normal, wenn man was Neues bekommt, weil dann ist es ja noch nicht so normal, dass sie einem hinterher rennt. Was? Oh, Bianca. Nein. Bianca ist mal wieder böse. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall gut gelaunt scheinbar. Finde ich aber gut. Darfst du gerne sein. Gönn ich dir. Ach ja. Weißt du, erst letztens mit der Banane, jetzt das. So. Zu 2000 ist, glaube ich, ewig, ey. Aber ich habe schon 8 Stück abgegeben. Uha. Kann man da mehrere auf einmal sammeln? Nein. Nee. Yay. Wir sind wahrscheinlich auch eh die Einzigen, die das machen. Ja. Habe ich gerade jedenfalls so das Gefühl. Aber wieso ist das eine Stufe 10 Quest, wenn die Tiere Level 11 sind? Voll unfair. Tja, damit man eine Herausforderung hat. Aber lass sie nicht entkommen. Oh ey, man braucht immer noch voll viele davon. Ihr seid mir am liebsten. Oh, er ist voll nett. Er sagt, ihr seid mir am liebsten. Oh. Sehe ich hier gerade kein Tier? Ach, da ist noch ein Tier. Komm her! Huch. Ich glaube, ich habe einen. Ja. Wir rennen eigentlich voll viele davon rum. Ja, aber irgendwie nie da, wo ich bin, irgendwie. Ne? Normalerweise an der Ecke hier waren immer ganz viele. Mir ist auch gerade einer entgegengekommen, aber das ist wieder weg. Vielleicht habe ich den geschnappt.
Ist auch witzig. Mein Tier hat nebenbei noch einen getötet, jetzt habe ich einen zweiten Schleim, ohne dass ich was gemacht habe. Das ist auch für gut. Hallo. Steht nicht bloß herum. Tut mach ich nicht. Wir machen die Quest hier ganz alleine. Also das Event. Ich glaube, jetzt ist auch einer dazugekommen. Oder ja, vielleicht läuft er einfach nur hier rum. Keine Ahnung. Kann so und so sein. Na, wir haben es ja gleich. Achte wohl, es könnte entkommen. Aber ihr seid so schlau. Ja, es könnte entkommen, aber ihr seid so schlau. Alter, hat er so recht. Ach, herrlich. Ich mag den Typen. Er ist mir sympathisch. Ach, die laufen, die kommen ja aus dem Ding raus. Oh, wir sind doch blöd, dass wir uns überhaupt... Ach nee. Hier in der Ecke sind ganz viele. So, die sind generell ganz viele, weil die immer wieder neu kommen. Also im Sekundentakt habe ich irgendwie das Gefühl, aus so einem Portal raus. Ja. Auch nicht schlecht. Bringt diese Dinger zurück zum Golem. Jetzt sind sie weg hier. Verdammt. Ja, da ist ein anderer noch, der macht mit. Ja? Cool. Ja. Dann sind wir bald fertig. Das ist nämlich voll gemein, wenn du das alleine machen musst, dann musst du voll viel arbeiten für deine ganzen Erfahrungspunkte. Tja. Und wenn andere Leute mitmachen, ja, dann hat man die gleichen Erfahrungspunkte, muss aber nichts machen. Nö, wer weiß, da ich ja einen riesigen Beitrag von jetzt 17 habe, werde ich wahrscheinlich mehr kriegen als ihr alle zusammen. Nein. Sonst würde ich das unfair finden. Ach ja. Vorsicht, die könnten überall sein. So, puh. Gleich haben wir. So, da ist mir gerade einer direkt vor die Füße gelaufen. Unverwundbar, willst du mich verarschen? Ja, wenn die weglaufen gerade. Schon sagen. Was ist das, wenn die gerade frisch aus dem Portal rauskommen, dann sind die noch unverwundbar. Ist ja gemein. Ich glaube, jetzt haben wir es. Verbleibende Zeit, 30 Sekunden. Okay. Hast du es? Ja, ich glaube, jetzt ist es durch. Oh, ups. Was hast du denn angegriffen? Was falsch ist. Oh, es könnte entkommen, aber ihr seid so schlau. Oh, oh, oh. Mehr Komplimente, bitte. Ich mag das. Ja, ja. So, Event vorbei. Au. Okay, der ist jetzt explodiert, weil er fertig war. Gut. Event erfolgreich. Yeah. Okay. 68 Karma. Wie viel Karma hast du bekommen? Auch 68. Ist das gemein? Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Siehst du? Ich habe auch 15 oder 16 Stück gebracht. Ganze Arbeit habe ich gemacht. Oh, Spezialisierung. Ach, Stufe 21. Oh, cool. Warst du bestimmt 21? Mir fehlen noch ungefähr 50 XP. Tja. Ja, 50 ist ja nicht viel. Sonst warst du mal ein halbes Level vorne. Fast ein ganzes. Ja. Schön für Spezialisierungen dich. Sind nun freigeschaltet. Ihr könnt jetzt in der Trainingsregistrierkarte Heldenpunkte für Spezialisierung ausgeben. Sobald ihr mit dem Training für eine Spezialisierung beginnt, könnt ihr in der Bildregistrierkarte Karte der Heldenübersicht eure aktive Spezialisierung festlegen. Ah, das ist wahrscheinlich das, was Mirnine mal geschrieben hat. Falls wir uns das machen, wir sollen uns nicht auf das Internet verlassen, weil die sind auf Endcontent ausgelegt. Eigenschaften. Eigenschaften sind jetzt freigeschaltet. Eigenschaften verdient ihr, wenn ihr Heldenpunkte für Spezialisierungen ausgibt. Eigenschaften, das sind die Traits. Sobald sie freigeschaltet sind, könnt ihr sie in der Bildregistrierkarte für eure Spezialisierung auswählen. Ja, cool. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das heißt... Ich kann das noch nicht machen. Ich färbe meine Sachen und so. Gut.
Slot-Fähigkeiten, Eigenschaften. Eigenschaften, das sind doch die Eigenschaften. Okay. Also ich werde mich da mal ein bisschen mit befassen, aber offscreen, damit wir hier mal ein bisschen Action haben. Weil wir wollen ja auch noch was schaffen. So, wollen wir weitergehen? Ja, können wir machen. Gut. Dann würde ich sagen, auf zur Quest. Verdammt. Jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. Ich hasse es, wenn ich meine Farben nicht speichere. Ne? Kann ich irgendwie verstehen. So. Wo ist hier hin? Ach, da hinten. Ja, ja, ich bin schon. Ich mache jetzt den Zero. Ja, ja.